dem Etablieren von neuen Routen sollen wir auch dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Busverbindungen steigt. Das ist eine umfangreiche Aufgabe. Von daher sollten wir gleich mit den Kernstadthaltestellen anfangen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Bus-Simulator 21. Das viereckige... Das sehe ich jetzt gerade erst. Das sind viereckige... Regentropfen. Na dann, okay. Ja, es geht heute weiter mit dem Studentenaustausch. Ob wir das heute in einer Folge schaffen, weiß ich noch nicht. Ich bemühe mich. Und wir sollen heute eine Route erstellen. Und zwar die Wachowski-Industrie, die Technische Universität und das Zellermann-Forschungszentrum. Wir nehmen erstmal die Wachowski. Warte mal. Arcos. Tyson Planetarium. Die Technische Universität, wissen die? Technische Universität. Und das Zellermann, ne? Zellermann ist doch hier irgendwo. Warte mal. Grenisplatz, Stockerplatz. Oder wissen die? Media Center Astra. Astra Promenade. Zellermann Forschungszentrum. Da ist das Zellermann. Forschungszentrum. Gut. Die haben wir drin. Und wir sollen ja die Route stellen, ne? Am Ende ist es ja wurscht. Nein. Wir brauchen ja nicht die Route. So. Jetzt haben wir als nächste Aufgabe die Route von Kerststadt auf 3 zu stellen. Wachowski Industries. Arcos Weg. Ich muss jetzt gucken, dass ich alle alte Stellen, die ich noch nicht habe. Das Tyson Planetarium ist ja schon auf 2. Die Frühaufakademie. Wirtschaft brauchen wir nicht. Die Hügelgasse. Das Wohnheim. Die TU brauchen wir nicht. Kirche. Gut. Studierendenwohnheim. Und? Windfeld Ost. Windfeld West. Und Windfeld West. Das sind die Haltestellen, die wir heute... Alles andere brauchen wir nicht. Das sind genau diese Haltestellen hier, die wir brauchen. Die hoch müssen auf... die auf 2 müssen. Es geht ja nur darum, die Stufe von Kerststadt auf 2 zu stellen. Mehr brauchen wir ja gar nicht machen. Es geht nicht darum, alle Haltestellen hoch zu pushen. Es geht nur darum, Kerststadt auf Stufe 2 zu bringen. So, dann nehmen wir mal die Kerststadt auf 2. Ja. So, anbinden. Änderung übernehmen. Nein. So, dann haben wir das auch. Es geht jetzt nur rein darum. Wir nehmen eine Halle, einen Bus. Nehmen wir ein Fahrzeug. Habe ich überhaupt was frei? Den Alexander Dennis. Den habe ich frei. Gut. Dann hüpfen wir rüber zur Technischen. Wenn er das mich lässt. Zur TU. Und das ist die Wachowski. Ja, Wachowski, ja, wir gehen rüber zur Schnellreise. Wir müssen. So, Mission ist einfach abgeschlossen. Jetzt geht es nur darum, die Stadt auf 2 zu bringen. Mehr brauchen wir gar nicht tun. Das ist schon alles für diese Mission. Wie schnell wir die schaffen, weiß ich jetzt noch nicht. Versprechen kann ich auch noch nicht versprechen. So, da ist der Alexander Dennis. Da kommt er auch schon angerauscht. Und ich hätte gerne dich hier. So. Hi Chef. Möchtest du Moin. So. Wachowski Industries. So, wo haben wir die? Okay. Gut, dann sollen keine Fahrgäste mitfahren. Dann ist es halt jetzt so. So, Fahrer, lass mich raus. Ja, lass mich raus.
So. Also. Ich bin noch an der Haltestelle rangefahren, auf Stelle keiner. Aber egal. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Oh, passiert. Ja. Also, wie gesagt, die Mission, die sind wir schon fast durch. Der Studentenaustausch, wir haben schon die erste Route erstellt. Und jetzt kurz darum, einfach noch aufzuwerten. Ehrlich. Dann haben wir doch schon das Thema erledigt. So. Genau pünktlich. So. Und gerade. Ja, viele brauchen wir ja nicht. Ich weiß nicht, wie viele wir auf die jetzt fahren müssen. Ich denke mal, wir fahren so zwei Bahnen, dann müsste es eigentlich schon durch sein. Wie ist es ja? Die Frühaufakademie. Klar, wir sind ja hier auf einer Europa-Map, der deutschen. Deutsche Map überhaupt? Bist du eigentlich, ne? Genau, Fuß auf Gas. 50 sind meiner Meinung nach in der Schule immer noch zu schnell. Weil Kinder laufen immer gerne über die Schule, über die Straße. So. Früh auf, Akademie. Ja, ich denke mal, wie gesagt, wir fahren sie jetzt zweimal. Ja, dann müsste es eigentlich schon durch sein. Ja, ist es eigentlich nicht. So, kommen Sie mal rein, damit wir hier weitermachen können. €3,80. So, wir haben Ticket, Tageskarte. Hügelgasse. Ab morgen geht es dann auch wieder so langsam weiter mit dem mit meiner FIFA-Karriere. Ja, die WM ist durch. Wir haben ja heute das Finale noch. Und hatten es heute. Genau. Und morgen, wie gesagt, geht es auch mit der Karriere weiter. So. Weil es mit Ghost Recon und Dings weitergeht und Conan weitergeht, weiß ich noch nicht. So. Jetzt noch ein Ticket haben oder geht jetzt einfach durch? Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Okay. 4,60 Euro. Danke. Ja, kein Problem. Nein, doch, gerade brauchst du. Ich weiß, ich keine Scheine ausgeben kann. Weiter geht's. Normale Tages weiter. Danke. Aber ich denke, dass wir die auch bis die Route echt zweimal fahren müssen heute. Und dann sagen wir, dann ist sie durch. Müsste sie eigentlich schon durch sein. So. Nächste Haltestelle ist das Studierendenwohnheim in Kerststadt. Thank you.
Ja, und sogar pünktlich. Wer weiß, wer weiß. Ach, schön, haben wir hier draußen. Da könnte man noch mal warten, bis die da soweit durch sind. Genau. So, da wir noch ein bisschen Zeit haben. War richtig verkackt, Kontrolle. Bam. Moin. Moin. Du willst noch, du hast auch. Oh nein. Und noch eine da hinten. Ich denn? Hier, bitte. Moin. Hallo. So. Hola. Oh, da ist einer. Oh, das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt, da mal eine Kontrolle zu machen. Das waren jetzt bestimmt 5, 6, 7 Stück. So, jetzt fahren wir auch immer nach Winfield. Das sind nämlich die letzten zwei Haltestellen. Jetzt fahren wir weiter mit der Chefin. Bei Kerstadt ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Das sind ja immer zwei Teile der Stadt. Deswegen sind auch nur diese 8 Haltestellen, also wenn wir die alle, wenn wir die jetzt nochmal durch haben. Gut, mir hat sich angerechnet, dass ich jetzt einfach vorbeigefahren bin. Aber ich bin halt manchmal sehr ungeduldig, also was das hier betrifft. Was Spielen betrifft. Und ich will immer alles sofort. Das ist einfach so. Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu machen und will es sofort. So. Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger nahtlos von der Arbeit gekommen. Ich habe jetzt kurz was gegessen und dann setze ich mich schon wieder an die Aufnahme. Aber nur um euch Content zu bringen. Weil momentan zocke ich ein bisschen privat. Ich zocke eigentlich wenig auf der 4 momentan, also halt der Aufnahme. Ich habe momentan mir mal so ein bisschen wieder die PlayStation 3 für mich entdeckt und zack, gerade so privat Need for Speed Carbon. Weil ich einfach Bock gerade drauf hatte. Dann habe ich gedacht, ja, da hast du immer wieder Bock drauf. Schmeißt du immer wieder an. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder hatte, wie spät das jetzt mit der Aufnahme hier wird. Werde ich vielleicht nachher noch eine Runde zocken. Aber ich weiß es noch nicht. Die nächsten beiden Abende sind jetzt quasi dem Zeichen der Aufnahme. Vielleicht sogar die nächsten 3. Weil ich glaube, im Bus-Simulator werde ich nicht schaffen, den Tag bis Samstag arbeiten muss. Schließlich werde ich den Sonntag wahrscheinlich nicht zum Aufnehmen. Werde ich den Sonntag wahrscheinlich nicht zum Aufnehmen kommen. Moinsen! Winfield Ost. Alles, da kann schon mal ausgemacht werden. So, rote Wehe. Stellen Sie mal raus. Zurück. So. Jetzt habe ich, dass ich gleich Windfeld abschließe. Da brauche ich jetzt bei hier raus, aber kann direkt die Route ein bisschen abkürzen. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Kersfeld. Aber selbst wenn, ich werde die Route nicht zurückfahren, ich werde dann den Sprung mit dem Bus machen. Die Startposition. Obwohl wir müssen, ne?
Ich startete mich wieder dort. So, ich habe jetzt zum ersten Mal zumindest keinen Rollstuhlfahrer dabei gehabt. Gut, das geht relativ schnell, während der Fahrkartenausgabe kurz die Radbrücken rauszuziehen. Moin, Chefe. Fährst du raus oder? Du fährst raus, ne? Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, Windfeld ist mal aufgewertet. Nehmen wir sie mal raus schon. Tschüss. So. Dann helfen wir mal mit der Route zur Shell-Reise. Karte, Wochenkarte. Ich weiß jetzt, ich muss ja jetzt eh noch mal fahren. Ich hoffe, dass wir jetzt beim 2 dass sie jetzt direkt durchhauen können. So. Gut. Der Vorteil, dass wir jetzt nicht mehr allzu viele Haltestellen haben, dass die jetzt alle beieinander hier liegen, da geht das relativ zügig. Die Arkos, Weg Arkosstraße. Also sagt manchmal etwas anders an, als sie eigentlich heißen. Hier heißt es nämlich dann Arkos Weg bei der Ansage und das heißt aber eigentlich Arkos Straße. Das ist das gleiche über der Riesengasse, die dann Goliathgasse auf einmal heißt. Und ich da ein bisschen verwirrt war. Die Haltestelle ist hier vorne. Die habe ich, glaube ich, hier im Haus gelassen, die Haltestelle. So. Nehmen wir den Arkosweg mal raus. Wir müssen jetzt ein bisschen... warte mal, Arkos, hast du mal die 2? So, Änderung übernehmen. Sonnstein ist so eine nette Stadt mit vielen hübschen Gebäuden. Halt, da bist du. Ja, ich mach's ja wirklich. Ich brauche eine Fahrkarte. Warte mal kurz. Ich mach's ja wirklich, um, auch wenn ich müde bin. Danke. Und sage, ich bin ein bisschen durch. Weil ich, wie gesagt, gerade von der Arbeit erst gekommen bin. Merkt man halt irgendwann einfach. Aber ich habe ja Spaß dran, das euch aufzusehen, gerade weil halt so viele dabei sind, die immer wieder fragen, na, wie geht denn die Mission, wie kriege ich denn die? Und dann kann ich euch sagen, ey, guck doch mal die Folge einfach, hier habe ich sie gemacht, so funktioniert das ganze Ding. So kriegen wir es relativ einfach hin. Ja. Dafür mache ich es. Dafür setze ich mich dann auch teilweise Abend für Abend dran und nehme für euch noch einen Bus-Simulator auf. Ist halt einfach so. Dafür ist es mit auch für euch, um euch eine Hilfestellung zu geben. Und weil ihr auch so toll mitmacht und alles. Und die Frühaufakademie. Sehr frisch, danke. Frühaufakademie. So, warte mal, es müssen jetzt nicht mehr allzu viele Haltestellen sein.
Früh auf, Akademie. Kerststadt. Jetzt weiß es. Früh auf, Akademie. Hallo. Hat sie nicht 4? Dann müssen wir es auch so lassen. Bis es, dann hat die jetzt 4. So, Moinse. Ja gut, du ruht auf 4 Haltestellen, na klar. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Und die sind heute nicht unter Zeitdruck. Heute können wir so ein bisschen frei fahren, aber wie gesagt, ewig würde ich jetzt heute auch für euch nicht machen. 2-3 Missionchen, je nachdem wie viel das wird, geht es eigentlich kein Problem. So 2-3 Völkchen. Die Wiesen und Felder sind im Frühling voll wunderschöner Schmetterlinge. So, was haben wir jetzt? Die Hügelstraße. Dann das Wohnheim, das Studentenwohnheim. Ja, heißt es Studierendenwohnheim, aber es ist sehr wahrscheinlich das Studentenwohnheim. Also der Sinn dahinter ist dasselbe. Glaubst du, dass Hans in der letzten Folge wirklich gestorben ist? So. Ah, Fiedelsch ist jetzt nicht mehr. Es sind noch 2-3 Haltestellen. Ich glaube, dass wir sie jetzt beim nächsten Mal durchfahren kriegen. Es ist viel zu heiß. Es ist genauso sonnig, wie es im Radio angekündigt war. Ja, bei euch schon. Bei uns ist es arschkalt mittlerweile. Also ich bin eben gerade nach Hause gefahren, da waren so 4-5 Grad. Und es soll vielleicht am Wochenende schon wieder schneien. Zum ersten Mal schneien. Tür zu und die weitergeht. Obwohl, warte mal, wir haben ja. Ich lasse den jetzt mal durch. Ich mache mal wieder mal eine Fahrkartenkontrolle. Klar, hier. Oh nein. Ich hab sie verloren. Klar. Und noch einer. Hier, bitte. Moment. Hier. Wo hab ich denn? Klar. Ah, hier, bitte. Moin, Fahrkarte. Fahrkarte. Halt, ich will mich nicht zu dir setzen, ich will. Im Monat gibt es einen Vortrag zum Thema Wissenschaft im Wissenschaftsministerium. Hallo, ich will dich kontrollieren. Okay. So, es waren jetzt auch wieder ein paar, ne? Allein hinter der letzten Reihe 2 Stück. So, das Studentenwohnheim. Vielleicht kriegen wir sie, glaube ich, jetzt ziemlich zeitnah sogar. Dann brauchen wir sie, glaube ich, nicht nochmal fahren. Es müssten jetzt noch 2 oder 3 Haltestellen sein auf der Stufe, die auf die 2 müssen. Am Anfang geht es ja relativ zeitnah. Jetzt steht da keiner, oder was? Achso, es ist ja eine Haltestelle auch. So, viel. Wie haben wir denn überhaupt noch? Eine Haltestelle, oder was? Okay. Tschüssi. Aber eigentlich müsste die auf 2 sein, die Mission. Die Stadt. Aber die wehrt sich gerade so ein bisschen noch. Das, glaube ich, ist nur noch die... Ist das die Früh... Ist das früher auf Akademie? Warte mal, wie ist denn das? Kirche. Hier oben? Die? Ach, die Industrie und die... Getreidestraße. Und die Getreidestraße. Route wählen. Warte mal. So, warte mal. Ich hab die Getreidestraße voll vergessen. So, dann nehmen wir die Getreidestraße dafür rein. Nehmen wir das Wohnheim dafür raus. Hügelgasse. Früh auf, Akademie. So. Okay. Dann fahren wir jetzt weiter.
Nee, warte mal, das machen wir anders. Das machen wir anders. Kerstadt auf 2, jetzt fahren. Bam. Jetzt, hier ist das hier die 1, ja, ne? Ich fahre sie jetzt bewusst mal an, damit die vielleicht mal hochgeht. Die alte ist auch schon verlangt. Das müsste die 1. Ja, ist die 1, ja. Ich habe voll die Getreidestraße vergessen, ja. Das ist ja normal, schön. Geschafft, Mission. Einige Studenten haben bereits Jobangebote. Stadt und Bund verhandeln noch immer darüber, wer den Zugang zur Flughafenhaltestelle bekommen soll. Okay. In der Zwischenzeit haben wir eine andere Aufgabe bekommen. Wir sollen das Wissenschaftsministerium mit dem Rathaus verbinden. Oh Gott. Es wäre auch eine gute Gelegenheit, die Anbindung von Kerststadt an den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Na gut, die nächste Mission heißt dann für die Wissenschaft. Unter anderem kommt dann als Aufgabe Verbesserung der Stufe von Kerststadt, wo wir gerade die 2 gemacht haben, auf 3. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Das wird wahrscheinlich wieder so ein zweigeteiltes Ding, also so 2 Folgen. Ich denke mal, die ersten beiden Missionen ist kein Problem. Aber ich denke mal, was da danach kommt, könnte ein kleines Problem geben. Das wird ein bisschen zeitintensiver werden. Aber ist auch egal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit der für die Wissenschaft. Tschüss.